Heute das und mehr in diesem Video. Ich bin Uli und los geht's. Die nächsten Schritte für meinen Steinbruch werden heute getan. Ich habe relativ viel gemacht. Das ist immer so ein bisschen eine Einschränkung. Ich weiß, ich habe aber doch relativ viel gemacht, weil wenn man sich mal betrachtet, von diesen aufgeschichteten Hartschauplatten hier im Hintergrund bis zu einem grundierten, schön grundierten Steinbruch, darum soll es heute gehen. Und damit recht herzlich willkommen bei Train Dreams. Jeden Freitag 16 Uhr bin ich für euch da, so auch heute. Und wir sehen schon im Hintergrund, dass ich den Steinbruch, natürlich, ich hatte vorher eine Stellprobe gemacht, wo ich kleine Baggerchen unterbringen könnte oder wo auch nicht. Das war, ich habe es auch hingeschrieben, nicht der finale Stand. Das war nur mal eine Probe. Wo kann ich denn das überhaupt hinstellen? Geht das überhaupt? Sieht das überhaupt aus? Wie wirkt es? Ist es alles zu klein und wie auch immer? Aber natürlich, das wirkt schon. Es ist ein kleiner Steinbruch. Da kommt auch nur ein Bagger rein. Ich habe zwei hingestellt, aber es kommt nur einer rein. Hier unten ist ja der angesprochene Tunnel, den ich bauen wollte, um den LKWs eine Möglichkeit zu geben, überhaupt erstmal auf meine Modellbahn, oder Quatsch, auf meine Modellbahn zu kommen, in meinen Steinbruch reinzukommen. Und dieser Tunnel ist schräg gebaut. Das heißt, wenn der an der Wand dran ist, geht der schräg nach vorne weg. Wenn ich davor stehe, kann ich nicht in den gesamten Tunnel gucken. Ich kann also nur reinschauen, sehe die Seitenwand, wo die LKWs dann so leicht wegfahren können. Es ist ja nicht tief. Es ist ja irgendwie so ein bisschen mehr ist das nicht, ja? Und da möchte ich ja nicht, dass ich gleich hinten eine schwarze Wand sehe. Deswegen wurde der Tunnel leicht schräg gebaut, so dass ich eben nur ein Stückchen da irgendwo reingucken kann in das Ganze. Das Ganze wird natürlich wieder logisch mit Wasser, Weißleim, Gemisch und Toilettenpapier verklebt. Die Frage, warum Toilettenpapier? Ja, manche nehmen Zellstoff, also irgendwas anderes, Küchenpapier oder sowas. Toilettenpapier löst sich wunderbar auf. Das ist ja dafür gedacht, dass es auflöst in Wasser. Wenn ich Küchenpapier nehme, behält das seine Form, behält das seine Kanten, behält das alles, wie es so ist. Das bringt mir nichts. Wenn ich es wiederum aber mit Toilettenpapier mache, das löst sich fast auf. Das ist eine Masse, die zum Schluss ist, die ich im Grunde genommen, man sieht es vielleicht hier ein bisschen, mit dem Pinsel formen kann. Ja, das heißt, ich kann da mit dem Pinsel das dann so schieben, wie ich es gerne möchte und so eben auch versuchen, irgendwie leichte Strukturen reinzubringen. Da, wo sich Kanten gebildet haben, da, wo es eben zu dolle noch auflag, da wird natürlich jetzt mit Spachtelmasse überarbeitet, damit das eben auch da eine Komplettfläche wird. Und ansonsten hätte man so die Kanten von den Platten drin, das bringt ja auch nicht viel. Und das zeige ich jetzt hier, das ist im Grunde genommen überhaupt kein Hexenwerk, das wird einfach, naja, was heißt kein Hexenwerk? Es ist manchmal nicht gar nicht so einfach, Spachtelmasse vernünftig irgendwo hinzukriegen. Man muss ja immer, oder ich muss ja immer zusehen, dass ich keine runden Kanten kriege, sondern eckige Kanten kriege. Damit das irgendwo scharfkantig aussieht zum Schluss und nicht alles wie ja, es sieht komisch aus, wenn man Gips oder Spachtelmasse nur so aufträgt und man hat halt so Rundungen drin. Wem es gefällt, oder manch einer macht es gerne so, alles in Ordnung. Ich mag es halt gerne scharfkantig, so wie ich mir eben auch Felsen vorstelle. In meiner Fantasie natürlich. Hier habe ich jetzt Steine rausgesucht. Ich habe einen ganzen Sack voll, tatsächlich einen ganzen Sack voll Steine hier stehen unter meiner Mopa. Und habe dort große Steine, die ich verwendet habe früher für meine Felsstrukturen und jede Menge kleine Steine dazwischen. Und die kann ich natürlich hier super benutzen, um das Ganze auszumodellieren. Wir sehen es ja unten rechts, wie fein ich versuche, das da irgendwo reinzukriegen, damit man da irgendwo sagen kann, also man kann das nicht nur aus Hartschau machen, das sieht nicht aus. Deswegen die richtigen Steine noch davor, die werden alle verklebt mit eben dieser Spachtelmasse. Das macht sich sehr, sehr gut. Also ich brauche da keinen Kleber, kein Heißleim, kein gar nichts. Denn ich bin ein bisschen verschnupft, wenn es wundert, wenn ich ein bisschen so mache. Ist halt so. Und und habe dann eben die Steine so in die Strukturen reingeklebt, wie ich mir das vorstelle, wie es nett aussehen könnte. Und habe auch jetzt noch viele, viele kleine Steine mir rausgesucht, extra kleine Steinchen rausgesucht, die ich dann später im Steinbruch noch mit verteilen kann, wenn ich schon unten dann weitergearbeitet habe. Und die habe ich erstmal beiseite gepackt, die brauche ich erstmal nicht, denn jetzt kommt erstmal ein recht wichtiger Schritt für mich. Man kann ja nicht nur die Steine da ankleben. Das sieht ja nicht aus, das sieht ja zum Schluss aus wie angeklebte Steine.
Und das bringt es ja nicht. Und deswegen habe ich eine Weile überlegt, denke, machst du das mit Sand, mit Quarzsand, wie auch immer, habe hier zur altbewährten Erde gegriffen, denn die hat grobere Struktur. Das heißt, die wirkt ein bisschen mehr wie Steinchen. Ja? Und wenn man da eben auch die etwas dickeren Klümpchen mit reinmacht, dann passt das ganz gut. Ich habe das jetzt natürlich auf den Rücken gelegt, damit ich alles schön verfüllen kann, damit das so aussieht, als wenn dahinter Schotter, Steine oder abgebrochenes Steinzeugs da. Es soll ja ein Steinbruch werden, wo als wenn die Bagger da gerade was weggemacht haben. Da fallen Steine runter und wie auch immer. Ist ein bisschen tricky, das alles immer zu machen, aber es passt schon irgendwo. Habe das Ganze wieder mit Alkohol nass gemacht, damit der Kleber schneller einziehen kann. Macht sich wunderbar. Wer es noch nicht kannte von mir, ganz, ganz tolle Technik. Die meisten werden es schon kennen. Ja, und du habe ich das Ganze wieder abgetrocknet. Das ist, ich habe es ja schon in der letzten Woche im Video mit der Beleuchtung gesagt, es dauert ja alles. Es dauert alles, bis das trocknet. Ja, das ist jedes Mal ist da ein Tag, anderthalb Tage weg. Und deswegen musste ich da eben so ein bisschen eine Pause machen zwischendurch. Aber das passt schon. Ich bin nämlich hier auf meinem Werkbank etwas weiter, als ich es heute zeigen kann. Das Video wäre schlicht und ergreifend zu lang geworden. Das bringt nichts. Da kommt sowieso später mal als ein Video der gesamte Steinbruch auf Model Creation noch mal raus, wenn ich alles fertig habe. Dann kann man sich alles noch mal in einem Durchgang irgendwo anschauen. Wird ganz nett werden, denke ich mal. Hier verwende ich wieder die Steinpaste, die ich eigentlich immer nehme, die ja diese kleinen Teilchen mit drin hat, diese kleinen Brösel da, was weiß ich, damit das Ganze noch ein bisschen feiner wird, wenn man das bemalt. Ja, also nicht bloß Farbe drauf machen, sondern mit dieser Steineffektpaste kann man das noch ein bisschen feiner machen und hat dann eben diese ganzen kleinen Pickelchen da mit drin. Oben die Oberkante wird braun gemacht mit einem Farbverlauf. Wir sehen es jetzt hier. Da kommen dann Bäumchen nochmal drauf. Da werde ich wahrscheinlich keine Erde unterbringen. Das würde gar nicht passen an der Stelle. Da kommt also, wie gesagt, die Bäumchen oben drauf. Ich versuche hier auf engstem Raum, ihr kennt es ja, ein bisschen Tiefe reinzubringen. Ja? Und deswegen habe ich das so gemacht, dass das da oben nach hinten so ein bisschen ausläuft, alles irgendwo. Das Ganze wird jetzt wieder nass gemacht und dann kommt wieder die Wash drauf. Das heißt, die ist ja nur dafür da, damit die Tiefenwirkung innerhalb des Feldens gegeben wird. Da muss man ein bisschen aufpassen, das ist ein bisschen schwierig, dass man da nicht in den Trott verfällt, dass man zu viel reinmacht oder auch, klingt das blöde, zu wenig. Wenn man zu wenig reinmacht, dann hat man den Effekt, dass das Ganze alles nur ein bisschen dunkler ist. Macht man zu viel rein, hat man die Hintergründe von den Strukturen wieder zu doll drin. Aber hier sehen wir es schon, das ist ja erstmal nur die Grundierung des Felsens. Die Feinheiten, die kommen später, wahrscheinlich auch in der nächsten Woche erst. Es trocknet halt wieder alles. Es steht alles hier da und trocknet. Ich habe den Untergrund machen müssen und den bereite ich jetzt hier übrigens vor, weil, wer es nicht weiß, an meiner Stelle geht meine Modellbahn leicht nach vorne und leicht nach links. Und wenn ich die Häuschen draufstelle, kann ich machen, einfach draufstellen, dann gehen die immer auch leicht nach vorne und leicht nach links. Das sieht aber halt nicht schön aus, die sollen ja gerade sein. Und da muss ich natürlich immer rumexperimentieren. Ich muss es auf die Modellbahn setzen, das Modul. Muss gucken, wie schräg darf stehen. Das war das, was ich vorhin gemacht habe. Da habe ich diese zwei Spuren gezogen, ja, wo das Häuschen drauf kommt. Und jetzt, wenn das alles trocken geworden ist, kann ich jetzt weiter verarbeiten. Kann ich also jetzt weiter mit Spachtel verfüllen und kann jetzt sagen, okay, jetzt wird das Ganze angepasst. Wir sehen schon hier vorne rechts, das kleine Gebäude ist angehoben worden, so 3 mm hin. Und das muss das Ganze schief stehen. Und da soll ja auch später kein Licht oder keine Ritzen unten sein. Das muss also alles schön vorsichtig und damit das halt ein bisschen besser aussieht, wenn das nachher aufgebaut ist. Wenn man jetzt, wie ich jetzt, den Schritt schon weiter ist, hier sieht man das nachher gar nicht mehr. Jetzt versuche ich hier ein bisschen Struktur noch mehr reinzubringen in die Felsen. Das heißt, das ist jetzt der Punkt, wo man nicht zu viel machen darf. Ja, wenn man jetzt zu viel dunkle Farbe reinbringt, sieht das nicht mehr gut aus. Also hier immer schön vorsichtig, vielleicht sogar später noch, mache ich auch. Ich komme noch eine andere Farbe oben drauf. Das war das, was ich heute leider nicht geschafft habe. Da kommt noch eine Sandfarbe nahe mit zum Spiel. Das könnt ihr auch in der nächsten Woche euch angucken, weil in der nächsten Woche, das schaffe ich definitiv, weil hier ist, wie gesagt, es steht ja schon hier. Und da wird es eben immer realistischer oder immer schöner realistisch, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das realistisch ist, was ich baue. Wahrscheinlich nicht. Es soll mir ja nur gefallen. Ich meine, wenn wir mal ganz ehrlich sind, eine ganze Modellbahn ist nicht realistisch. Was wir da auf engstem Raum da alles reinquetschen. Ja, es hat halt einen
Modellbahncharakter. Und das finde ich immer so schön irgendwo. Ja, man kann da ruhig ein bisschen was unterbringen und das hat alles irgendwie so ein bisschen einen gemütlichen Effekt. Hier bringe ich zwei Schaschlikstäbchen so als Holzteile rein. Das heißt, wenn ich das Gebäude später mal abnehmen möchte, mit immer wieder auf der gleichen Stelle landet. Und weil es muss ja nach vorne hin angepasst werden, ich hatte es ja euch gezeigt, es ragt ja leicht über die Mauer da vorne über, wir sehen es. Und es darf ja nicht zu weit vorne mal gestellt werden, wenn man es macht, sonst rammen die Züge ja dagegen, das bringt ja nichts. Und ja, und so passt das immer wieder an die gleiche Stelle und es ist eine schöne Sache irgendwo. Und auch da immer wieder, wenn ich jetzt, wo ich die Stäbchen reingesteckt habe, stand es wahrscheinlich wieder ein Millimeterchen anders als vorher. Jetzt habe ich es aber an der hundertprozentigen Stelle aufgestellt und jetzt kann ich es eben alles schön wirklich bis zum letzten verfüllen, verschmieren. Auch da muss man aufpassen, ja, wenn man mit dem Finger dagegen rammt sowieso, dass man den Punkt nicht verpasst oder zu zeitig ist. Wie schnell nimmt man das Gebäude weg, nachdem man die Spachtelmasse ringsherum gemacht hat? Nimmt man es zu zeitig, zieht man die Spachtelmasse hinterher, ist es zu spät, dann ist das Gebäude total verschmiert. Gut, es wird sowieso alles noch bemalt werden, es bleibt ja nicht so, wie es ist. Aber da muss man halt ein bisschen aufpassen und ein bisschen einen Bogen finden für die ganze Angelegenheit. Ich hoffe, euch hat es gefallen, der Fortschritt von meinem kleinen Steinbruch, den ich da hätten bauen will oder baue gerade. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Ich habe euch hier zwei Videos verlinkt. Da würde ich mich freuen, wenn ihr nochmal reinschaut. Das passt alles zum Thema, wie immer. Und dann würde ich sagen, macht's schön gut, bis nächste Woche. Freitag 16 Uhr bin ich wieder für euch da. Euer Uli. Tschüss.